Ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen an unsere Gäste. Ich freue mich sehr, dass Sie den Weg hierher gefunden haben und dass einige jetzt schon zum zweiten Mal den Weg hierher gefunden haben. Und ganz herzlichen Dank an Frau Gutheil, dass Sie uns noch mal deutlich gemacht haben, vor welchen Herausforderungen wir hier stehen und von welcher Relevanz die Probleme sind, die wir hier heute diskutieren wollen. Wir haben gesehen, was können wir als Wissenschaft, als Universitäten beitragen. Aber was kann denn nun tatsächlich die Fiktion, ausgerechnet die Spielfilme und die Serien für einen Beitrag dazu leisten, dass wir mehr junge Leute davon überzeugen, dass sie ihre Kreativität, ihre Gestaltungskraft in den MINT-Bereich einbringen, um an den wirklich großen Herausforderungen unserer modernen Welt, an anderen Energielösungen, an all diesen wichtigen, für uns allen wichtigen Dingen arbeiten. Lassen Sie mich noch mal einmal kurz rekapitulieren. Wir hatten Ihnen im letzten Jahr unsere Studien vorgestellt. Die haben ja noch mal sehr deutlich belegt, dass junge Leute den fiktionalen Medien einen wirklich sehr hohen Stellenwert im Berufsfindungsprozess beimessen. Und zwar einen höheren als den Informationsprogrammen. Gerade wenn es darum geht, Berufe zu entdecken, haben Sie sehr deutlich uns rückgemeldet, da ist eben CSI interessanter, als es die Angebote der Bundesagentur für Arbeit sind, als es viele andere auch journalistische Angebote sind. Dem entspricht etwas, was wir bisher wenig in den Blick genommen haben, dass fiktionales Erzählen in der Tat in einem ganz hohen Anteil Erzählen von Berufen ist. Gerade der Spannungsbereich, sehr deutlich, da ermitteln die Kommissare, die Rechtsanwälte, die Staatsanwälte, die Richter, die Richterinnen, durchaus auch die eine oder andere Wissenschaftlerin als beispielsweise Forensikerin. Wir haben auch in den Unterhaltungsbereichen eben Dr. Heiß, die Mediziner, die Tiermediziner. Es ist sozusagen wirklich im ganz hohen Maße Erzählen von Berufen, was wir fiktional anbieten. Und das erleben die jungen Menschen als außerordentlich orientierungshaltig. Vielleicht macht man sich das einfach nochmal klar. Was ist das Spezifische, was die Fiktion schaffen kann? Die Fiktion stellt tatsächlich berufliches Handeln ins Zentrum. Das ist anders als der Journalismus, der über Themen berichtet und Informationen zu Sachverhalten darbietet. Die Fiktion zeigt natürlich auch Sachverhalte auf, vermittelt auch Fakten, aber sie erzählt noch weitaus mehr. Sie erzählt die Methoden, den Kontext, das Ambiente, sie erzählt die Beziehungen zwischen den Kollegen, die Verflechtungen von Wissenschaft beispielsweise mit Staat und Politik und auch die problematischen Verpflichtungen. Sie lässt die Protagonisten zu Helden gerade dann werden, wenn sie Widerständen gegenüberstehen, wenn sie sich auch gegen ihre Vorgesetzten durchsetzen müssen, wenn sie der Versuchung widerstehen müssen, selbst angesichts von Widerständen gegen ethische Standards zu verstoßen. Gerade die moralischen Dilemmata sind ein ganz, ganz wesentliches Element. Und das sind Dimensionen, die für die jungen Leute sehr ansprechend sind und auch in der Tat sozusagen weitaus mehr vermitteln als reines Faktenwissen an der Stelle. Und wir können eben auch sehen, dass dadurch, dass sozusagen dieses sehr stark erzählt wird, in der Bevölkerung, nicht nur bei den jungen Leuten, sondern auch bei ihren Eltern, verankert wird, welche Funktion diese Berufe und auch welchen Nutzen sie für die Gesellschaft haben. Sie loten auch die ethischen Grenzen aus und das führt tatsächlich dazu, dass die Berufe, die in dem Zentrum des Erzählens stehen, eine weitaus höhere Wertschätzung und Anerkennung öffentlich erfahren, als dass die Berufe tun, die nicht im Zentrum stehen. Im Moment können Sie das ganz einfach beobachten am Beispiel der Kochberufe. Aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt so zahlreiche Kochshows haben, ist nicht etwa die Esskultur in Deutschland verbessert worden, aber das Berufsprestige von Köchen und das Interesse junger Leute, auch höhere Bildungsschichten, diese Berufe zu ergreifen. Wir können feststellen, dass alleine aufgrund der Tatsache, dass sich Beruflichkeit der Erwachsenen, ja, der jugendlichen Vorstellungs- und Erfahrungswelt komplett entzieht, dass Medien da an der Stelle bei den Vorstellungen, welche Berufe Sinn machen, welche Berufe auch für Frauen Sinn machen und in welchen Berufen sie erfolgreich sind und auch Wertschätzung erfahren, dass das im hohen Maße medienvermittelt ist. Und das gilt, das muss man sich auch immer klar machen, auch für die Eltern. Der durch eigene Erfahrung gestützte Anteil an Berufserfahrung von Eltern ist auch sehr, sehr begrenzt.
Und wir haben gesehen, dass gerade gegenüber einer MINT-Studienwahl nicht nur die jungen Frauen sehr skeptisch sind, sondern genauso ihre Mütter, anders als bei den Männern. Das sieht ganz anders aus, wenn es eben um die Rechtsanwältin geht, wenn es um die Ärztin geht, all in diesen Bereichen. Die, die sehr präsent sind, die Berufe in den fiktionalen Medien, werden als, von den jungen Leuten als außerordentlich hoch wertgeschätzt und anerkannt wahrgenommen. Wir haben gesehen, die deutsche Fiktion hat also eine ausgesprochene Präferenz in diesem Bereich für die Ordnungs- und Sicherheitsberufe und die Rechtsberufe. Sie hat auch eine deutliche Präferenz in diesem Bereich für die Berufe, die Helfenden, die Dienstleistenden, die medizinischen Berufe, auch Kultur wird durchaus erzählt. Demgegenüber sind die Berufe, die auf gesellschaftliches Lernen ausgerichtet sind, die Berufe, die Innovation erzeugen und das produzierende Gewerbe quasi nicht zu finden. Und wenn es zu finden ist, dann sind es in der Regel Herren. Wir liegen bei 2% Anteil in der gesamten Fiktion. Das heißt, selbst die agrarischen Berufe sind in Deutschland 3-mal so häufig repräsentiert als unsere wissenschaftlichen Berufe und das in einer Hightech-Nation wie Deutschland. Paradoxerweise ist es dann auch noch so, dass die MINT-Berufe, die wir in der, auf den deutschen Sendern finden, uns im ganz hohen Anteil von den USA importiert werden. Also es sind gerade die amerikanischen Serien, die uns sozusagen attraktive MINT-Berufe ins Zentrum setzen und sie tun es, indem sie den Beitrag leisten, den Wissenschaft leisten, zum Beispiel bei der Diagnose und Heilung von Krankheiten, bei der Verbrechensaufklärung. Es ist nicht mehr nur der Wissenschaftler pur, sondern der Beitrag, den Wissenschaft für verschiedenste gesellschaftliche Funktionen bietet. Die Tatsache, dass die Amerikaner, es sei ihnen gedankt, dass sie uns diese wenigen Figuren auf den Sender bringen, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch in den USA im Gesamtspektrum der Anteil der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nur 1% ist. Da sind wir sogar noch doppelt so hoch. Das heißt, wir finden etwas Ähnliches, was wir auch in den Haltungen junger Leute finden, dass die Distanz sozusagen gegenüber dem MINT-Bereich gerade in den industrialisierten Ländern extrem hoch ist. Also gerade die, deren sozusagen gesellschaftlicher Fortbestand massiv davon abhängt, gerade die blenden es aus der Erzählpraxis aus. Und wie gesagt, Damen sind in diesem Bereich nicht zu finden. Wir können allerdings natürlich nicht sagen, dass generell die deutsche Fiktion keinen Gebrauch davon gemacht hätte, bisher Frauen in untypischen Bereichen darzustellen. Was ganz wichtig ist, sich einfach nochmal vor Augen zu führen. Ab Mitte der 80er Jahre haben die Sender die Ärztinnen, aber eben auch die Kommissarinnen, später die Rechtsanwältinnen auf die Sender gebracht. Seit 2000 haben sie auch die Forensikerinnen und die Managerinnen auf den Sender gebracht. Zu dem Zeitpunkt, als das geschehen ist, war die Wirklichkeit noch vollständig anders. Also es ist von der Forschung her nicht belegt, welche Beweggründe dafür ausschlaggebend waren. Wir haben aber gehört, dass die Forensik inzwischen komplett verweiblicht ist CSI zu verdanken. Ein Effekt, der für LA Law damals in den USA auch in Amerika nachgewiesen ist. In Deutschland haben wir wenig dazu geforscht, aber ich denke, Sie werden mir zustimmen, ohne dass wir so viele Schutzpolizistinnen und Kommissarinnen auf den deutschen Sendern hätten, wäre es nicht gelungen, einen solch gravierenden Bewusstseinswandel in Deutschland zu erzeugen, dass solche Männerberufe auch von Frauen gemacht werden können. Und wesentlich ist dabei, dass die Schutzpolizistin zum Beispiel im Großstadtrevier bereits ermittelt haben, als sie im realen Leben in Bayern noch nicht mal zugelassen waren. Was dann aber passiert ist, ist, die jungen Frauen sind diesem Trend, der ihnen vorgemacht worden ist, auf dem Bildschirm gefolgt. Und wie gesagt, es gibt für spezielle Bereiche wirkliche Nachweise, dass das die Ursache war. Das heißt also, wir können sehen, dass die Fiktion durchaus, ob sie das will oder nicht, wir wissen, CSI ist nicht gemacht worden, um Forensik-Nachwuchs zu erzeugen. Es ist unbeabsichtigter Nebeneffekt. Wir sehen aber an der Stelle, dass Medien an der Stelle wirklich selbst, also nicht einfach nur auf dem Zeitgeist surfen, sie sind und können Motor kulturellen Wandels sein. Und das fordert meines Erachtens nicht nur dazu auf, dass wir verantwortungsbewusst mit diesem Potenzial
umgehen, dass wir Wirkung erzielen, selbst wenn wir sie nicht intendiert haben, sondern dass wir hier auch Gestaltungschancen nutzen, um tatsächlich hochrelevante und auch spannende Themen in die Gesellschaft hinein zu transportieren und das natürlich auch zum motivierenden Anlass werden zu lassen, die jungen Frauen und die jungen Leute insgesamt zu ermutigen, hier mitwirken zu wollen. Wir haben in Deutschland eher die Tradition, dass wir sagen, Bildungsziele im Entertainment-Bereich umsetzen, langweiliges Gutmenschenfernsehen. Dass diese Überzeugung falsch ist, dafür ist Dr. House ein hervorragendes Beispiel. Wir sehen, Dr. House zeigt hohe Bildungswirksamkeit, die von Medizinern an dieser Stelle klar nachgewiesen wird, ist überhaupt nicht im Widerspruch zur Unterhaltsamkeit, ganz im Gegenteil. Wir werden von Frau Lingenfelter hören, ob sie nicht sogar ein wesentliches Element des Erfolgs der Gesamtserie ist. Und das, denke ich, sollte uns Ermutigung geben, an der Stelle genauer hinzusehen, welchen wirklich prosozialen Nutzen wir mit Entertainment erzielen können, einen Nutzen, den wir vielfach mit anderen Bereichen überhaupt nicht erzielen können. Wie dies geschehen könnte, dazu bietet uns der heutige Tag breite Gelegenheit. Ich freue mich, dass unsere Gäste zu uns gekommen sind. Vor allen Dingen natürlich Catherine Lingenfelter, dass sie diesen weiten Weg wirklich aus den USA nicht gescheut hat, um uns jetzt mitzuteilen, welche Beweggründe dazu geführt haben, ein Format wie Dr. House zu machen und was die Elemente des Erfolgs sind und wie sozusagen so viel Real Science reinkommt. So viel Real Science hat Professor Schäfer von der Universität Marburg inspiriert, Dr. House als wesentliches Element in die Lehre zu integrieren. Und ich denke, das werden Sie uns erklären, warum Sie das mit deutschen Formaten bisher nicht getan haben. Wir haben Gelegenheit, und da bin ich wirklich froh, dass wirklich unsere Profis und Kenner der deutschen Fiction-Szene zu uns gekommen sind, um mit uns zu diskutieren. Warum erzählen wir eigentlich in Deutschland weitaus weniger Science in den verschiedenen Bereichen, sei es in den Krimis, sei es aber auch in der Medizin, obwohl wir auch auf unseren deutschen Sendern ja die Erfahrung machen, dass das durchaus Publikumsrenner sind. Dr. House ist nicht nur in den USA, sondern eben auch in Deutschland ja sehr erfolgreich und das gerade bei jungen Leuten. Ich begrüße Thomas Biel, Programmmanager Pro7Sat1. Wir begrüßen Klaus Bassina, Leiter Hauptstadtredaktion Rhein und Vorabend von ZDF. Wir begrüßen Jochen Franke, der ist der Producer von In aller Freundschaft, und dass unsere erfolgreichste Klinikserie in Deutschland In aller Freundschaft heißt, sagt schon etwas darüber aus, wie wir Medizin erzählen. Und ich begrüße Frau Brigitte Kunert von RTL, dem Sender, der sozusagen ja auch der Gastgeber für Dr. House ist an der Stelle. Im weiteren Verlauf werden wir die Gelegenheit haben, über die Potenziale nochmal stärker zu diskutieren und dabei auch die Frage in den Blick zu nehmen, worin besteht denn eigentlich tatsächlich Funktion und Auftrag der fiktionalen Unterhaltung? Was wir beobachten können, ist, dass in der laufenden Debatte um die Legitimität öffentlich-rechtlicher Rundfunkfinanzierung der Public Value, wie das schöne neue Wort heißt, von fiktionaler Unterhaltung weitgehend unbestimmt geblieben ist. Es ist also völlig unklar, ob die Fiktion tatsächlich den Auftrag hat, Bildungsziele wahrzunehmen, ob sie der Kulturauftrag dazu verpflichtet, die deutschen Stärken in der MINT-Kultur stärker an den Horizont zu bringen und ob er auch dazu beauftragt, zielgerichtet mehr Chancengleichheit erreichen zu wollen. Sind das Ziele, die im Bildungsauftrag eigentlich schon mit enthalten sind? Oder auch diese Haltung ist uns ja sehr deutlich rückgespiegelt worden bei unseren Interviews mit Redaktionsverantwortlichen, ist es vielleicht der Auftrag angesichts der Mühen und Anstrengungen des Tages in fremde Welten zu entführen, Realitätsflüchten zu ermöglichen, eskapistische Rezeptionsmotive zu bedienen, kurz Süßstoff zu verabreichen. Ist auch das sozusagen im öffentlichen Interesse und wenn ja, in welchem Umfang? Wir freuen uns, dass Herr Sean Day heute zu uns gekommen ist von der BBC und uns deutlich macht, wie die BBC dem Public Value fiktionaler Unterhaltung bestimmt und mit welchen Methoden und Instrumenten sie auch überprüfen, ob
in befriedigendem Ausmaß Public Value erzeugt wird in diesen Bereichen. Wir freuen uns, dass Sie heute zu uns gekommen sind, und wir freuen uns auch, dass Sidney Perkowitz zu uns gekommen ist aus den USA. Gerade kein öffentlich-rechtliches System. Paradoxerweise sind die fiktionalen Formate, denen von Experten eine hohe Bildungshaltigkeit und auch eine klassische Geschlechterrollen überwindende Erzählperspektive nachgewiesen sind, alle Ausdruck eines privatwirtschaftlichen Systems oder auch mehrheitlich. Wie kommt es zustande, und wie kommt es zustande, dass uns dennoch sowohl in Europa wie auch in den USA die Erfahrung eint, dass wir in das fiktionale Erzählen unseren die Gesellschaft innovierenden Berufe nicht integrieren? Wir freuen uns an der Stelle auch, dass wir Frau Zellhuber-Vogel gewinnen konnten, die im offiziellen Auftrag als ARD-Vorsitzende des Programmbeirats die Qualität der Programme, der fiktionalen Programme beobachtet und uns mitteilen wird, wie sie bestimmen, was von öffentlichem Mehrwert ist und wie die Qualität zu bestimmen ist und wie sie die Ausgangslage in diesem Bereich in Deutschland beurteilen. Es freut uns aber natürlich auch ganz besonders, dass Herr Dr. Ulrich Spieß zu uns gekommen ist, der Programmleiter des Grimme-Preises. Wir wissen, die Qualitätshüter in Deutschland sind die Menschen vom Grimme-Institut, die langjährig erfahren sind, besondere Filmqualität zu identifizieren. Und wir freuen uns, von ihren Erfahrungen profitieren zu können. Im weiteren Verlauf werden wir die Gelegenheit haben, uns Ihren Ideen zu widmen und unseren Möglichkeiten, Sie dabei zu unterstützen, ambitionierte Ideen zu entwickeln und auch auszuarbeiten und dabei von der Beratung von Wissenschaftlern und Wissenschaftlern zu profitieren. Dazu mehr. Wir freuen uns, dass Frau Dola-Kuhlmann heute zur Eröffnung des Ideenwettbewerbs gekommen ist. Im letzten Panel, das wir gemeinsam mit dem Medienboard durchführen, ist es uns ein Anliegen, Ihnen nochmal deutlich zu machen, dass Wissenschaft durchaus Stoff bietet für hochrelevante Themen. Die Fragen unserer Sicherheit im Netz sind Themen, die uns allen sozusagen unter den Nägeln brennen. Gerade Sie von der Medienbranche sind im umfangreichen Maße von diesen Fragen damit konfrontiert. Welche Möglichkeiten wir haben, angesichts der Risiken und der Gefahren, gerade mit Wissenschaft auch gegenzusteuern und Lösungen für diese Probleme zu finden, das wird im Zentrum des letzten Panels stehen, und ich hoffe, das wird Ihnen Einsichten vermitteln, die auch zu guten Geschichten inspirieren können. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch schon mal bei Frau Ministerialdirigentin Frau Dola-Kuhlmann, dass Sie als BMWF es uns ermöglicht haben, den Weg zu beschreiten, den Dialog an der Schnittstelle von Science Fiction zu intensivieren. Und ich bedanke mich an dieser Stelle auch beim Stifterverband für die deutsche Wissenschaft und die Nextdoor Stiftung, dass Sie uns durch Ihre Fleißgelder in die Lage versetzt haben, gerade von internationalen Erfahrungen profitieren zu können. So wünsche ich uns allen spannende Einsichten, und ich freue mich, dass Sie da sind.